Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden. Mehr Gott sei Dank. Tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Mhm. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter Was? Lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh oh. Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Oh Mann! Dieser ganze Stress. Das war jetzt aber ein kurzes Intermezzo. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Also Kapitel 11 war jetzt ja mal richtig, richtig kurz. Es war ja eigentlich nur praktisch, faktisch Sequenz. Wenn man es mal so rumsieht. Ich bemerke, ich bekomme so langsam Hunger. Egal, ein bisschen machen wir noch. Und dann werde ich auch so langsam Schicht hier im Schacht machen. Wir sind da. Weil, Happy Happy Amicia, geht ist alles vor. In Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Mhm. Gehen wir. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Ich würde ganz gerne... Das wäre mir recht. Ich weiß nur nicht, wohin. Ja, okay, hier ist die Brücke, ist... Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Jetzt lassen wir wissen, schöne Fußabdrücke. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Also wie immer. Bin echt mal gespannt, wie der Nachfolgeteil ist. Also Teil 2, Pack der Requiem. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Nee, bloß nicht, das Wasser ist eisig kalt. Da holt man sich einen Schnupfen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit Ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Die drehen sich ja weg. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass die gelenkt werden von der Großinquisition. Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss einen Grund geben. Ja, hier auch. Hä? I am verwirrt. Oh, es sieht aus, als wollten sie uns nicht vorbeilassen. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Mhm. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Nein, hier gehen wir nicht runter. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Mann, Lukas!
Hose. Aber jetzt schnell, bevor die sich wieder sammeln. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich Banane, da wir nur einen Versuch hatten. Kommen die wohl nicht wieder, weil sonst wäre das ein bisschen unfair. Vom Spiel. Da sind Ratten. Ja, Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Ja. Lukas, da war geblieben. Ich will mich erstmal umgucken. Okay. Wow. Ich kletter da nicht rein. Ich muss wahrscheinlich da rein. Aber ich weiß nicht wie. Na, ist auch egal. Machen wir erstmal. Wie ist das denn jetzt passiert? Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Oh, hier sind bestimmt richtig tolle Sachen, die ich brauchen könnte. Aber wir lassen es lieber. Da, eine Tür. Ja, das sehe ich, dass da eine Tür ist. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, dann macht er das, ja. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich auf? Okay, es bewegt sich mit mir mit. Das ist gut. Alles klar. Ah, okay, ich muss erst komplett durchlatschen. Okay. Ui! Warum kann ich... Hä? Ich verstehe es nicht. Sobald ich da drinne bin, kann ich das nicht mehr. Okay. Ich muss an die Lampe da hinten ran. Das hat's ja auch gebracht. Das juckt ihn nicht. Das juckt die absolut nicht. Ja, ein bisschen was herstellen können wir uns, ja. Aber ich habe keine Steine mehr. That's bad. Aber ich weiß jetzt, wie das Rätsels Lösung ist. Das Team funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Danke. Ja, komm. Lukas, wir sind nicht alleine. Oh,
keine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Piraten! Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Kann ich die jetzt nicht weglocken? Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Ruhn. Oh, nein. Bitte. Gnade. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Ja, und jetzt? Ein Werkzeug. Mist! Wenn vielleicht hier. Ne. Oh, vielleicht da. Auch nicht. Sie sind bereits tot und ich habe genug Blut an meinen Händen. Oh mein Gott, ist das real? Wow. Mein Zuhause. Ach du. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Ach du Scheibenkleister, nein. Was zur Hölle ist hier passiert? Papi? Ist er dein Vater? Ja, ist ja gut, Controller. Nein, was tun Sie da? Nein, ich brauche Ignifa. Das ist Ignifa, das ist Ignifa. Da ist noch mehr. Lukas, was sollen wir tun? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Ja, was anderes bleibt uns doch gerade nicht übrig. Wir müssen Deckung geben. Und wo sollen wir hin? Sie sind überall. Willst du lieber hier bleiben? Das halten wir nicht lange durch. Denn du, hör auf. Ist es vorbei? Ich denke schon. Ja, und jetzt? Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja, geht her. Geht her. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Ich denke, ich muss hier entlang. Aber wir nehmen natürlich noch einiges mit. Also alles, was wir kriegen können. Geht weg! Scheußlichen Viecher! Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste... Das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Was für eine Zeit? Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so danach aus.
Okay, wir können aber nicht laufen. Ach du Scheibenkleister, ey. Boah, da dreht sich mir persönlich ja der... Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Aber warum? Was ist an denen denn so besonders, dass sie denen aus dem Weg gehen? Wir sind da. Es ist dort oben. Ach, hier. Komm. Hoch mit dir, junger Mann. Und zack. Wir haben jetzt allerdings keine Laterne mehr. Das könnte ein wenig zum Problem werden. Boah. Pass auf, sie kommen alle hier zusammen. Aber warum? Sie gehen zu seinem Zimmer. Ich verstehe nur Bus... Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Ich verstehe nur Bushaltestelle, aber... Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Schon wieder Seilchen. Jetzt habe ich zwar wieder keine Steine, aber ist ja nicht so tragisch.